sprichst das halt so Kölsch, wie du dir Kölsch vorstellst. Keine Ahnung. Im Moment habe ich keinen Plan. Na, denk an Milovic. Ja, aber da fällt mir jetzt nichts drin jetzt in den Kopf. Na gut, ist doch scheißegal, oder? Jeder Rheinländer weiß, wie grün sich die Düsseldorfer und die Kölner sind, aber 15. Krieg im Neandertal sowie 3. Düsseldorf, keine Ahnung, in Klammern steht das hier, die einzig wirklich existierende harte Grenze in Europa, die Kölschgrenze oder aus Düsseldorfer Sicht die Altgrenze, ist immer durchlässiger geworden. Menschen fahren immer häufiger von Düsseldorf nach Köln, manchmal sogar umgekehrt. Es soll sogar eine namhafte Kölschbrauerei geben, die ihr Bier in Düsseldorf in Flaschen abfüllen lässt, weil sie über keine eigene Anlage verfügt. Die entsprechenden Transporte werden zurzeit zwar noch nachts durchgeführt, aber das wird sich bald ändern, wenn alle Brauereien den Dortmundern gehören. Man sieht also positive Anzeichen einer menschlichen Annäherung und eines wirtschaftlichen Zusammenwachsens, wie es sich für zwei, wenn auch grundverschiedene Demokratien gehört. Dazu passt folgende Anekdote, die mir, das muss ich einschränkend betonen, ein Westfale erzählt hat. Drei Väter warten in einem Krankenhaus darauf, ihre neugeborenen Kinder sehen zu dürfen. Ein Düsseldorfer, ein Kölner und ein junger Vater aus dem Senegal. Da kommt die Stationsschwester herein und sagt: Meine Herren, das tut mir furchtbar leid. Die drei Geburten waren so gleichzeitig, dass mir die Kinder verwechselt haben. Wir wissen einfach nicht, wer welches Kind zu wem gehört. Und da haben wir uns gedacht, wissen Sie was? Suchen Sie sich einfach eines aus. Und führt die Väter zu den drei friedlich schlummernden Säuglingen. Mit schnellen Schritten tritt der Kölsche vor und nimmt mit sicherem Griff das schwarze Kind in den Arm. Entgeistert starrt ihn die Schwester an und sagt: Aber das kann doch unmöglich ihr Kind sein. Das nicht, sagt der Kölsche. Das ist das einzige Pens, der mit Sicherheit nicht an der Düsseldorfer gibt, ne? Also das nicht, ne? Aber das ist das einzige, das mit Sicherheit nicht der Düsseldorfer gibt. Und dann ging er. Das ist ja toll. So, jetzt kommen wir zu unseren drei Märchen, Abschlussmärchen hier. Hase und Bär. Ein Hase wird von einem Bären durch den Wald gejagt. Auf einmal macht es Bling und eine gute Fee erscheint. Sie verspricht jedem drei Wünsche, die aber nicht wieder rückgängig gemacht werden können. Der Bär wünscht sich als erster was. Ich wünsche mir, dass alle Bären in diesem Wald Weibchen sind. Ich bin der einzige Mann. Bling! So passiert's. Der Hase: Ich winke mir ein Motorrad. Bling! Steht ein neues Motorrad vor. Der Bär wieder: Ich wünsche mir, dass alle Bären in ganz Europa Weibchen sind. Und ich bin der einzige Mann. Bling! So geschieht's. Der Hase: Ich wünsche mir ein Motorradhelm. Bling! Hat er einen neuen Helm in der Hand. Der Bär wünscht sich seinen letzten Wunsch. Ich wünsche mir, dass alle Bären auf der ganzen Welt Weibchen sind. Und ich bin der einzige Mann. Der Hase steigt aufs Motorrad, setzt den Helm auf, startet es und spielt mit dem Gas. Dann sein letzter Wunsch. Und ich wünsche mir, dass der Bär schwul ist. Ich muss natürlich da noch
es nicht stoppen, aber trotzdem. Dann ist ja halt ein Kind, der weiter mit dem Rasenmotor hier. Einmal hatte Schnuddel ein Tandem. Rot. Ein Tandem, wenn vorne einer sitzt und hinten einer sitzt und beide treten, dann fährt es. Das Gute bei einem Tandem ist, dass man einen Freund mitnehmen kann. Das Schlechte, dass man aber auch einen Freund haben muss. Einen, der obendrein lange Beine hat, die bis zu den Pedalen reichen. Und er muss Lust haben zum Tandemfahren. Nun hat Schmuddel mehrere Freunde. Sein bester Freund ist der Kanari. Aber der Kanari wollte nicht, denn er hatte selbst ein Fahrrad. Schnuddels beste Freundin ist Schnuddelpferdchen. Ich fahre mit, sagte Schnuddelpferdchen. Aber leider waren ihre Beine zu kurz, reichten nicht an die Pedale. Schade, sagte Schnuddel. Schade. Dann ist da noch Schnuddels Schwester Schnuddelsusitz. Kam nicht in Frage, denn Schwestern sind zu frech und aufsässig. Nun wohnte aber nicht weit weg der Hase Rudi, ein ziemlich dummer Kerl, ein wohnt im Wald und weiß von nix, der alles, was er tun soll, genau andersherum macht. Verkehrt sozusagen. Sagt einer nein, dann sagt er ja. Sollte er Heu holen und arbeiten, legte er sich auf die Schaukel. Und zu diesem Hasen Rudi ging Schnuddel, nahm das Tandem mit und stellte sich vor seine Wohnung. Was hast du denn da? Fragte Rudi. Geht dich nichts an. Geht mich doch was an, sagte Rudi. Ist das ein Fahrrad? Sag mal. Nein, sagte Schnuddel. Dann also ja, sagte Rudi und schnupperte an den Reifen, an den Lampen und am Gepäckträger. Riecht auch wie ein Fahrrad. Es ist, sagte Schnuddel, zwei Fahrräder zusammen. So wie ein Fahrrad allein, aber für zwei Personen zum Treten. Und der Starke fährt vorn. Verstehst du das? Jawohl, sagte Rudi, denn er hatte es nicht verstanden. Ich bin der Starke. Ich fahre vorn. Nein, sagte Schnuddel. Ja. Nein. So ging das hin und her, bis Rudi vorn fahren durfte. Und genau das hatte Schnuddel gewollt. Als der Hase Rudi aufsteigen sollte, stellte er sich schon so dumm an, wie er auch war. Probierte es erst von der einen Seite, dann von der anderen, bis er endlich saß. Schnuddel setzte sich gemütlich nach hinten und Rudi trat in die Pedale, dass ihnen der Wind um die Ohren pfiff. So fuhren sie wie auf einem Rad mit Motor und Rudi war der Motor. Schnuddel hatte den Rudi-Motor erfunden. Es muss wohl nicht gesagt werden, dass Schnuddel gar nicht trat. Seine Beine waren sowieso zu kurz. Bald trafen sie die fröhliche Ente, Kasper Mütze und das kleine Schwein. Da möchten wir gerne mitfahren, riefen die drei Leute. Geht leider nicht, sagte Schnuddel. Rudi ist zu schwach. Schwach? Rief Rudi. Nie und nimmer bin ich schwach. Steigt nur auf, Kameraden! Und sie stiegen auf. Genau das hatte Schnuddel gewollt. Rudi trat in die Pedale. Nun japste er schon ein wenig. Dann kamen sie bei Dr. Horstmann vorbei. Er blies mit seiner Frau Trübsal. Na, rief Schnuddel, wie schade, dass Rudi schon müde ist. Sonst könntet ihr mit uns einen kleinen Ausflug machen. Ein Ausflug wäre eine gute Erholung für euch. Ich bin nicht müde, rief Rudi. Steigt auf, Freunde! Da stiegen Dr. Horstmann und seine Frau auf und Rudi trat in die Pedale. Nun japste er schon etwas lauter. Dann trafen sie Seifried. Seifried mit dem Bügelbrett. Ihr fahrt doch nicht etwa nach links, Leute, rief Seifried. Nein, nein, nach rechts, rief Rudi. Also umgekehrt, denn sie fuhren nach links, ganz einfach und klar. Könnte ich mitfahren? Fragte Seifried. Ich und mein Bügelbrett, denn genau da wollte ich hin. Nein, sagte Schnuddel zum Schein und Rudi sagte, ja.
Seifried stieg auf, legte das Bügelbrett quer und schon hatten alle Platz auf dem Tandem. Und Rudi trat in die Pedale. Nun japste er schon sehr. Da kam der Fuchs hinterher. Nehmt mich doch mit, Kameraden! Meine neuen Schuhe drücken! Als Rudi den Fuchs hörte, trat er so in die Pedale, dass sie doppelte Fahrt machten, denn vor dem Fuchs fürchtete sich wohl jeder Hase. Und nun rief Schnuddel immer, wenn er schneller fahren wollte, so halte doch an, Rudi, der Fuchs will aufsteigen. Dann legte Rudi los, als ging es um sein Leben. Sie fuhren über die Landstraßen, bis es Abend wurde, dann kehrten sie um. Als der Hase zu Hause ankam, war er so müde und schwach, dass er nicht mal mehr ins Bett gehen konnte. Und zwei mussten ihn tragen. Aber er hatte an diesem Tag viel gelernt. Er war nicht mehr so dumm wie zuvor. Das spürte er an seinen Muskeln. Als Schnuddel am nächsten Tag wiederkam und sagte, heute muss ein Starker sitzen, ja, vorne. Leider bist du ja nicht stark. Hä? Da sagte Rudi, da hast du ganz recht. Ich bin nicht stark. Ich sitze hinten. Nun wusste Schnuddel nicht mehr weiter, denn damit hatte er nicht gerechnet. Zum Glück setzte sich Seifried freiwillig nach hinten. Quatsch, nach vorn. Hinten trat Kaspar Mütze in die Pedale und so fuhren sie wieder den ganzen Tag über das Land. War Kaspar Mütze müde, löste ihn auch einmal der Hase Rudi ab. Hin und wieder, freiwillig und nicht zu oft. War Rudi müde, kam das kleine Schwein an die Reihe. Und so fuhren sie jeden Tag, so lange, bis sie das ganze Land kannten. Wer mitfahren wollte, den nahmen sie mit. Eine schöne Zeit für sie alle. Oh.